Hallöchen, herzlich willkommen zu Die Sims 4 Hunde und Katzen. Wir sind hier immer noch am Warten, dass das Kind kommt. Wir haben jetzt schon nachmittags, also Frederik ist schon von der Arbeit gekommen. Es ist hier etwas kaputt und muss repariert werden. Ja, ihr habt ja gerade gesehen, dass wir das Zimmer hier eingerichtet haben. Die Sachen von Wilhelm sind jetzt raus. Hier ist schon wieder die... Ich denke mal aus Mount Komorebi, die wir irgendwie kennen sollten. Die kommt uns jetzt öfter mal besuchen. Ja, Wilhelms Sachen sind jetzt raus und das ist unser kleines Babyzimmer. Kleines gut, das ist ganz schön groß. Also sollten es Zwillinge werden, dann wird das auch kein Problem sein. Der Roy ruft an. Hallo Frederik, ich frage mich, ob es sich lohnt, Shirley Castaway ein bisschen besser kennenzulernen. Was denkst du darüber? Ich weiß, dass Shirley verheiratet ist und bestimmt nicht sich von David trennen möchte. Deswegen werden wir sagen, wenn ich du wäre, würde ich das nicht tun. Bitte nicht. Wir wollen doch hier keine Ehe kaputt machen. Da ist jemand schmutzig, aber der möchte erst essen, ne? Lulu. Lulu möchte erst essen gehen. Okay. So, übrigens ist mir aufgefallen, dass Emma die Eltern wirklich nicht kennt, weil ich war so blöd und habe bei Frederik geguckt. Wir können ja die Eltern mal einladen. Die Amber und Roy, guck mal, er kennt sie auch gar nicht so gut. Komm, wir laden Joy auch gleich mit ein. Wir laden jetzt mal die Familie von Frederik ein. Lad die mal ein. Och, süß seid ihr. Ihr seid so niedlich. Dass Emma auch seine Familie kennenlernt, das kann ja nicht sein. So, Emma, dann quatsch doch mal hier mit der. Oh, guck mal, und Frederik, kannst du so lange die Lora baden? Lora ist schmutzig, Lulu ist schmutzig. Wilhelm ruft an. Hey, Frederik, ist so süß. Irgendwie, hey, ist Wilhelm, hast du Lust, heute Abend mit mir abzuhängen? Erstmal nicht. Verstehen die sich so gut, ja? Frederik und Wilhelm? Boah, hallo? Krass. Was ist da los? So, wo bleiben denn jetzt die Eltern von... Wo bleibt die Familie von Frederik? Wollen die etwa nicht kommen? Hm, dann müssen wir zu denen reisen. So sieht's aus. Emilia ruft auch an. Wir haben kürzlich darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen. Ich verstehe nicht so ganz, wieso ich diese Nachrichten bekomme, wenn ich ja die Sims aktiv spiele. Die sind ja auch auf aktiv gestellt. Meinst du, wir sollten es wagen? Wir möchten schon, aber wir sind nicht sicher. Das ist eine große Verantwortung. Oh mein Gott, auf gar keinen Fall. Ihr seid Senioren, ihr werdet bald leider sterben. Das hört sich echt krass an, aber es ist halt so. Was willst du denn machen, Emma? Nimm dir doch irgendwelche Reste. Haben wir keine Reste mehr? Ich sehe gerade, wir müssen Rechnungen bezahlen. Und zwar nicht wenig, 2339. Oha. Ganz schön teuer. So, Freddy. Mach mal hinne. Ich habe so gedacht, wir könnten ja die süßen Hunde, die Welpen, an die Eltern geben. Vielleicht nicht alle, aber vielleicht Lora und... Doch, Lora und Lilly könnten ja zu den Eltern gehen. Lulu... Weiß ich nicht, was mit Lulu passiert. Vielleicht behalten wir sie nochmal ein Momentchen. Ach, wir sind jetzt hier angekommen bei den Eltern von Frederik. Und ich sehe aber, dass die schon ein Hündchen haben. Weil ich die Hunde ja immer... verteile in der Nachbarschaft. Hey Emma, wie geht's? Ein Freund von mir hat gehört, wie toll du bist. Nein, danke. Was für ein Haus da ist, die Amber. Hoffentlich geht die jetzt nicht weg. Wer bist du? Juicy. Oh, Juicy habe ich ja auch hingetan. Alles klar. Guck mal, da haben wir schon den Merlin. Gott, die sind aber schlecht befreundet. Dann... werden wir das mal ändern?
Quatsch mal ein bisschen miteinander. Ästhetik beschreiben. Und Emma, du darfst jetzt mal die Eltern kennenlernen. Das ist der Roy. Schon wieder ein Anruf. Heute ist ja die Joy. Ich habe jetzt Lust auf fettiges Essen. Nein, 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 nein. Wir haben keine Zeit. Hallo. Sie bekommen bald einen Enkel. Erzähl mal die lustige Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt. Was ich gar nicht mehr weiß. Und frag mal nach der Karriere. Verschöner ihm den Tag. Wo ist die Mama? Kannst du bitte weiterkochen? Ich habe nämlich Hunger. Oh, und ich muss auf Toilette. Geh mal bitte. Roy arbeitet als Blattbeschneider bei Landschaftsgestaltung, Erbsen und andere Schoten. So, während sie hier auf Toilette geht, gucken wir mal nach den beiden hier. Kann ich mir auch was nehmen? Ist das erlaubt? Ich weiß es nicht. Ich möchte mir auch was nehmen. Was habt denn ihr noch im Kühlschrank? Gegrillte Früchte. Na, guck mal, wir bekommen natürlich etwas zu essen hier. Roy, machst du Witze? Selbstbewusstseinsübungen empfehlen. Warum kannst du denn sowas empfehlen? Über bevorzugte Griffe plaudern. Über sonniges Wetter sprechen. Und einfach über Interessen sprechen. Emma, du musst mitmachen. Du musst mitmachen, verrückten Plan vorschlagen. Wir wollen vielleicht noch ein Kind kriegen. Bin ja ganz froh, dass sie jetzt wegen Merlin nicht mehr irgendwelche, weiß ich nicht, Attraktivitätsalarme bekommt oder sonstiges. Also es scheint jetzt abgeflacht zu sein, was auch immer da war. Kennenlernen. Einfach kennenlernen, genau. So, er ist benommen. Und Roy ist ehrgeizig. Und schon wieder ist Emma einfach mal total müde und ich denke, wir werden dann gleich nach Hause wieder fahren. Die Mutti hat sie nicht kennengelernt, aber ein bisschen den Papa. Ich hoffe, dass wir einfach in nächster Zeit ja mehr mit denen zu tun haben werden, dass sie die immer besser kennenlernt. Oh Gott, jetzt ist sie auch noch sauer. Dann gehen wir mal lieber nach Hause. Alles klar, die Wehen haben eingesetzt. Gut, dass wir gerade auf dem Weg nach Hause sind. Und hier sind natürlich die ganzen Streuner. Oh Gott. Ach, Leute, endlich ist es soweit. Cool, die Vanni arbeitet hier als Ärztin. Und Frederik ist etwas aufgebracht. Kannst du dich hier bitte anmelden? Und der Joey arbeitet hier als Krankenpfleger. Ich möchte mich bitte anmelden zur Entbindung. Ich habe Wehen bekommen. Oh Gott, vorelterliche Panik. Ja, Emma, du schaffst das. Sarah Connor ist auch da. Wie lange dauert denn die Anmeldung? Ich wollte eigentlich den Papa auch mit einladen, den Sören, aber das hat nicht geklappt. Das funktioniert nicht. Willst du den Krankenpfleger mal kennenlernen? Voll angespannt, alle sind angespannt. Wir probieren es nochmal. Emma ist immer noch nicht an der Reihe und kippt hier gleich aus den Latschen. Ah, jetzt hat's geklappt. Emma ist jetzt hier Patientin. Emma hat ein erstes Kind. Ich finde das so cool. Arme Emma. Komm mal her, Frederik. Die Musik kommt schon. Wie cool. Ich bin so gespannt, ob es jetzt. Den Bug habe ich doch letztens schon mal gesehen. Ja. Oh, ein Junge. Wir haben einen Jungen bekommen. Oh, das finde ich cool. Emma hat einen Jungen zur Welt gebracht. Okay. Erfahrt ihr gleich den Namen? Und zwar würde ich mich für Felix entscheiden. Den Namen hat Minimis Sims Paradies vorgeschlagen. Das passt ganz gut zu Frederik. So, und ich finde den Namen ganz süß. Okay, es ist nur ein Kind. Ein Glück, es ist nur ein Kind.
Sehr gut. Krass, ne? Ich kenne das eigentlich so, wenn man im Krankenhaus ein Kind bekommt, dass alle Bedürfnisse voll werden. Aber das scheint jetzt irgendwie anders zu sein. Hallo, kleiner Felix. Und schon ist die Murmel weg. Ach, wie süß. Frederik, guck mal, dein erstes Kind. Wie süß. Oh, und gleich will er laufen gehen. Erstmal ein bisschen Stress abbauen, ne? Ja, du bist so müde. Könnt ihr nach Hause gehen? Ja. Zeig dich, Felix. Ich glaube, die Mama muss ich erstmal ins Bett schicken. Und Frederik kann ja mal einmal den Felix liebkosen und schaukeln. Zeig dich, kleiner Mann. Wie süß. Ja, die Hautfarbe von Emma, ne? Ich glaube ja. Ach Mann, Emilia ist jetzt Oma und Sören ist Opa und die haben endlich ein Enkelkind. Oh, was hast du? Brauchst du eine Flasche? Oh. Oh, wie süß, ey. Stolzer Papa. Aber der kleine Felix, ich wette, er hat einfach Hunger. Emma? Du sollst schlafen gehen. Das machst du ganz toll, Frederik. Ein ganz toller Papa bist du. Dann darf er auch schlafen gehen und ich bin gespannt, ob Felix uns schlafen lässt. Und schon ist er wach. Emma, jetzt musst du mal her. Jetzt hat er die Windel voll, natürlich. Das ist aber so cool, dass die dritte Generation jetzt am Start ist. Der Felix hat sie eingeleitet. Was ist denn los? Du bist doch nicht mehr schwanger. Beruhig dich, Emma. Beruhig dich. Ih, Fenja. Okay. Felix war doch dann relativ ruhig die ganze Nacht. Dafür kriegt er jetzt erstmal ein bisschen Aufmerksamkeit, der Arme. Okay, jetzt geht's schon los. Der hat bestimmt Hunger und möchte frühstücken. Der Papa kommt schon. Oh Gott, Emma ist auch schon wach? Nee, du bist aber nicht ausgeschlafen. Hast du sie geweckt? Hast du die Emma geweckt? Naja, es ist 9 Uhr, Emma. Es ist okay. Mach mal bitte die Wäsche. Und Frederik kann dann auf Toilette gehen. Und dann gucken wir mal, dass wir was frühstücken. Oh, der Kleine ist noch unglücklich. Ist die Windel voll? Ja. Du hast die Windel voll. Papa kommt gleich. Emma macht nämlich Frühstück. Und die Hunde müssen auch versorgt werden. Ich werde die Hunde verkaufen. Außer die Lili, die Lulu. Ich habe sie aber in der Bibliothek abgespeichert. Also falls sie im Nachhinein noch jemand haben möchte, dann kann er das gerne. Aber es ist halt, wie ihr wisst, zu viel und wir müssen die verkaufen. Und ich werde die einfach auch hier über die Dienste dann verkaufen. Tier verkaufen und dann fangen wir mit der Lilly an. Oh, 400. Und Tantiem haben wir auch bekommen. Warten wir erstmal, bis Lilly abgeholt wurde. Da kommt sie. Kairo Ito aus Mount Komorebi. Guck mal, du kannst dann was essen. Genau, Frederik. Auf Wiedersehen. Mach's gut, gute Reise. Tier verkaufen, die Lora. So, und Emma könnte dann hier weiter an ihrem Lied arbeiten. Und Frederik, was machst du? Du könntest mal gucken, ob du Post bekommen hast. Wir warten ja noch. Können wir uns trotzdem schon bewerben? Post holen, gucken wir mal. Ja, Lora, auf Wiedersehen, gute Reise. Ich hoffe, du hast es gut bei deinen neuen Besitzern. Frederik, was hast du denn bekommen jetzt? Ach so, die Geburtsurkunde war da drin. Echt? Ich werde mich einfach mal bewerben. Nein, nicht du. Nicht du. Du kannst dich bewerben, Universität.
dachte, wir lassen ihn dann auch irgendwie Sport studieren oder so. Oh Gott, ich sehe doch hier hinten schon wieder jemanden in einer Pfütze spielen, Lulu. Oh, das Lied ist fertig. Nur für dich, weil wir ein Baby bekommen haben. Wir widmen dieses Lied unserem Baby. So, Emma hat soeben ein Lied auf dem Instrument Flügelgroßer Auftritt beendet. Gut, die Universitätsbewerbung von Frederik ist unterwegs. Das dauert jetzt also noch ein bisschen und du kannst mal dein Lied lizenzieren. Und dann müssen wir einen Meilenstein erreicht haben. Wie geht das hier? Ach, wir müssen eine Woche warten. Okay, kein Problem. Was machst du, Felix? Du freust dich einfach, dir geht's gut. Oh ja, wenn wir dann wieder zu Emilia und Sören gehen, dann werde ich einen Strampler stricken. Ich hoffe, sie kann schon so gut stricken. Ich weiß es nicht. Das wäre doch ganz cool. Ihr könnt euch jetzt mal um die Hunde kümmern. Also, Malfurion kann jetzt einmal joggen gehen. Und Emma, du kannst dann mit Fenja joggen gehen. Fenja? So, Wilhelm möchte vorbeikommen. Ja, kannst du machen. Wir sind ja gleich wieder zurück. Ich glaube, die joggen da nicht lange. Da ist Wilhelm schon. Moin, Wilhelm. Wir sind gleich wieder da. Guck, schon ist er wieder zurück. Also es hat sich voll gelohnt für Malfurion. Mal gucken, ob du jetzt auch so eine Riesenrunde joggst. Ja, sie macht ein bisschen mehr. Aber ich glaube, sie geht jetzt auch nur bis hierhin und wieder zurück. Oder? Bist du Bruce Willis? Ja. Also wir haben hier echt viele Berühmtheiten. Okay. Auch eine Riesenrunde. So, irgendwie scheint er nicht so gut drauf zu sein, oder? Oh, was ist da los? Wilhelm, geht's dir nicht gut in deinem neuen Zuhause? Aber finde ich voll cool, dass die so gut befreundet sind, ne? Wilhelm ist wütend. Wilhelm, willst du deinen Neffen kennenlernen? Den Felix? Kannst du deinen Bruder irgendwie beruhigen? Nee. Doch, versuchen zu beruhigen. Und ich höre doch hier eine Katze. Tut mir leid, wir können keine neuen Haustiere aufnehmen. Wir haben genug. Ja, in die Tierarztpraxis müssen wir auch mal wieder. Aber jetzt war ja erstmal genug anderes, was wir tun mussten. So, kannst du Wilhelm das Kind zeigen? Das hat ja noch nie geklappt bei mir. Nee, klappt nicht. Schade. Emma ist erstmal baden gegangen, das gönnen wir ihr mal. Und du klappst doch. Zeigen doch. Aber er macht nichts. Nee, so wirklich klappt das nicht. Einer müsste mal hier putzen und wieder das machen und Lulu baden. Oder vielleicht mal Lulu beibringen, dass sie nicht ständig in Pfützen spielt. Oh nein, Felix weint, Felix weint. Felix hat schon wieder die Windel voll. Emma, das musst du regeln. Emma? Ach so, oh. Machst du das? Danke, Joy. Wie süß. Wilhelm hat sich tatsächlich den Kleinen angeguckt. Und Emma steht die neue Rolle, oder? Finde ich auf jeden Fall. Ein Kind passt Emma voll gut. Anguren. Ja, süß, ne? Dann nehm ihn mal an die Brust. Vielleicht hat er Hunger. Nee, eigentlich geht's ihm gut. Eigentlich geht's ihm gut, okay. Frederik, kannst du mal das Hündchen baden? Nein, nicht aufräumen. Die habe ich da extra hingestellt. Egal. Oh, jetzt räumt sie die Figuren weg. Tschüss, Wilhelm. Und Felix ist jetzt eingeschlafen. Schlaf gut, kleiner Felix.
Und damit beende ich dann auch diese Folge für heute. Macht's gut, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Ciao.